So, jetzt wird erstmal gegen Cassiopeia gekämpft. Dafür müssen wir uns, glaube ich, am Sportplatz treffen. Die Frage ist, wo ist er nur? Ja gut, ist schon dunkel. Hier hinten irgendwo. Ah, hier ist ein Item. Obwohl, ich glaube, ich bin lost. Das muss man ja, kann man in der Schule sagen, wo man hin möchte. Deswegen ist das auch in der Schule drin. Mann. Aber ich kann ja die Items, die hier rumliegen, mitnehmen. Hier war sogar ein Heilball, der komplett unnötig ist. Aber egal. Ja, gut, doch, wenn man die No-Heal-Challenge macht. Aber wer schafft das schon? Niemand. Also schaffen könnte man schon, aber machen tut es wirklich niemand. Ich möchte gerne zum Kampfhaus. Okay, das war's dann doch nicht. Aber egal, dann nehmen wir jetzt erstmal am Kampfkurs teil. Können wir ja mal einmal machen. Ach, du bist das. Tag, bei euch steht eure heißblütige Lehrerin des Kampfkurses. Amura ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt, mein Hobby ist Krafttraining, mein Lieblingstyp sollte auch klar sein, oder? Natürlich ist es der muskelbepackte und starke Typ Kampf. In meinem Unterricht werdet ihr alles lernen, was ihr über Pokémon-Kämpfe wissen müsst. Wir fangen mit den Grundlagen an, damit auch alle mitkommen. Macht euch also keine Sorge, falls ihr den Kurs zum ersten Mal belegt. Ich werde euch wie ein starkes Hariyama durch den Kurs tragen und dafür sorgen, dass euer Kampfgeist Feuer fängt. Los geht's, es gibt viele verschiedene Arten von Angriffsattacken, die von Pokémon eingesetzt werden können und sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Diese Eigenschaften umfassen unter anderem Stärke, Typ und Kategorie. Je stärker eine Attacke ist, desto mehr Schaden richtet sie an. Der Schaden steigt noch weiter, wenn der Gegner gegenüber dem Typ der Attacke schwach ist. Von den Kategorien gibt es zwei an der Zahl. Neuzugang, kannst du mir sagen, welche? Licht- und Dunkelattacken, jawohl. Geliebte und Gastattacken, geil. Physische und Spezialattacken. Jawohl, unser Neuzugang hat das Grundwissen drauf. Man unterscheidet zwischen physischen Attacken und Spezialattacken. Bei physischen Attacken fällt der verursachte Schaden umso größer aus, je höher der Angriff eines Pokémon ist. Bei Spezialattacken wird mehr Schaden verursacht, je höher der Spezialangriff eines Pokémon ist. Dasselbe geht auch andersrum, je höher die Verteidigung oder Spezialverteidigung eines Pokémon ist, desto weniger Schaden nimmt es durch die jeweiligen Attacken. Ich fasse noch einmal zusammen. Pokémon, die besonders geschickt mit physischen Attacken sind, sollten einen hohen Angriff haben. Pokémon mit einem Talent für Spezialattacken sollten einen hohen Spezialangriff haben. Wenn man die Statusseite außer Acht lässt, ist es schwer, die Kraft des Pokémon im Kampf richtig zur Geltung zu bringen. Pokémon sind in der Hinsicht so wie Menschen, man sollte ihre Stärke fördern. Eigentlich wollte ich, dass ihr das noch in der Praxis zu sehen bekommt, aber die Stunde ist leider schon um. In meinem Kurs geht es zwar viel um Theorie, aber er findet trotzdem auf dem Sportplatz statt. An der frischen Luft lernt er es einfach besser. Also dann, der Unterricht ist vorbei. Seht zu, dass ihr alle fit bleibt. Okay. Aber ich weiß immer noch nicht, wann ich Cassiopeia herausholen kann und wo ich hin muss. Ach ja. Egal. Am besten zum Sportplatz. Oh, jetzt geht's ab. Tim. Als. What the fuck? Niemals. Als ob. Aber am Anfang. Am Anfang haben die doch gesagt, die sollen Team Star beitreten. What the fuck? Du bist hier. Alter, das hätte ich niemals. What the fuck, Alter? Das gibt's doch nicht. Ach, das muss ein ziemlicher Schock für dich sein. Ich bin Big Boss und Cassiopeia.
Als ich gesehen habe, wie du vor der Akademie kurzen Prozess mit den Handlanger von Team Star gemacht hast, kam mir die Idee für Operation Stardust. Da du LP gebraucht hast und ich sie dank meines Könnens mit Leichtigkeit besorgen konnte, boten sie den ideellen Anreiz für dich, Teil von Operation Stardust zu werden. Als Teil des Versorgungstrupps konnte ich dich dann die ganze Zeit im Auge behalten. Um Team Star ein endgültiges Ende zu setzen, musst du nur noch mich besiegen. Alles, was du bis hierher für mich getan hast, galt diesem Ziel. Aber ein Teil von mir hängt an Team Star und will nicht zulassen, dass es aufgelöst wird. Deshalb bringe ich es nicht übers Herz, mich einfach kampflos zu ergeben. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich danke dir. Jo, sorry für die Verspätung. Das Schreiben für Senior Quindella hat mir, die Vorbereitung haben etwas länger gedauert als gedacht. Diese Stimme, bist du das Level? Oh, du bist es also wirklich, Cosim. Bist du das Cassiopeia? Höchstpersönlich, ich habe eine Bitte an dich, Level. Wir brauchen ein Video von dem, was hier gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Okay, verstanden. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Ich bin Team Stars Big Boss. Mein Name ist Cassiopeia. Nein, Cosima. Die Gründerin von Team Star ist kampfbereit. Verneigt euch vor meiner unermesslichen Kraft. Ich dachte, die wäre echt neu in der Akademie. What the fuck, Alter? Cosima von Team Star fordert dich heraus. Das ist nicht so nett. Menschen kämpfen da richtig, so steht es im Kodex von Team Star. 62, Alter. Boah, scheiße. Waren sehr effektiv. Keine Ahnung. Naja, Fee auf keinen Fall. Ah, ich probier mal Kehrtwende nochmal. Kann ja immer noch wechseln dann. Okay, das tat nicht so doll wie gedacht, aber wobei. Machen wir mal Pflanzen. Ja. Jetzt kann man ja Cutbände nochmal probieren. Auf jeden Fall finde ich es nicht nett, dass du meinen Angriff gesenkt hast. Perfekt, dass wir jetzt wechseln. Okay, ja, gut. Aber wegen verringertem Angriff hat es halt nicht so viel gebracht. Ah, das ist echt. Das ist einfach nur komisch, dass sie einfach Big Boss ist. What the fuck? Als ob die Mitglieder vom Anfang nicht wussten, dass sie Big Boss ist. Doch komplett dämlich eigentlich. Boah, hör auf damit! Lastet. Es ist belastend. Alter, echt jetzt. Gut, ich wechsle ja sowieso, aber kannst du nichts anderes außer Kulleraugen einsetzen? Die erste Infolie-Entwicklung besiegt. Aquana. Ja, wir haben für Aquana ein Eutreon. Gut, ich hätte aus Maskagato nehmen können, aber in dem Voltrian. Das hat er immer seltener seinen Einsatz bekommen. Deshalb darf es jetzt dran. Fuck! Ah, das ist doch Kacke. Weil jetzt darf ich als erst angreifen, oder was? Naja, egal, jetzt hat gereicht. Kannst du auch was anderes außer cooler Augen? Ich hasse diese Attacke. Oh, wir haben einen Flamara. Mich immer ganz gerne Buckel. Beziehungsweise hätte man auch Kryospino nehmen können. Aber ich entscheide mich für Buckel. Weil Buckel cool ist. Ich habe zwar nichts sehr Effektives, aber ist mir egal.
Okay. Will nicht sagen, dass es mich aufregt, aber es regt mich langsam auf. Hör auf damit. Oh, wir machen kaum Schaden. Geil. Hast du auch noch was anderes außer Kulleraugen? Wird ein ganz langer Kampf werden. Kannst auch mal seine Verteidigung senken. Das ist stark. Unsere Verteidigung wurde geboostet. Deine wird hoffentlich mal gesenkt. Eventuell, Alter, nie. Gefühlt ist das nie. Und senkt nie die Verteidigung. Kannst du doch jetzt mal machen. Für mich. Wackel. Weil so wie es aussieht, wird es mich vorher down machen. Jetzt hängt das auch schon wieder an. Oh nö. Haben alle deine Evolis coole Augen. Oh. Aber ich finde es nice, dass sie nur Evolis hat. Das fühle ich irgendwie voll. Ich mag Evoli auch sehr. Warum war das jetzt ein Volltreffer? Okay, Flamara war sehr stark, aber ja. Hat eine Weile gedauert, bis ich es besiegt habe. Blitzer, okay, Blitzer, da haben wir doch. Blitzer ist schlecht, Blitzer ist ganz schlecht. Ich hoffe, Zulot packt das, aber eigentlich schon. Ja, ich hätte wirklich gerne mit, na, Eutrea eine Bodenattacke, aber... Ach nö, hört doch mal auf damit, aber das ist schwierig. Oh, das werden das nochmal coole Augen, also jetzt müssen es 3 Treffer sein. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. So, es bleiben jetzt noch ein Platz für ein Pokémon, oder? Volipoba. Das heißt, kein Glaziola und kein Beleara, oder? Oder wie viel hast du noch? Noch 2. Hä? Ja, wie habe ich den jetzt vergessen? Hä? What the fuck? Glaziola und Feliara. Der hatte Flamara, Blitzer, Aquana. Nachthara. Lipurba. Du bist unfassbar stark. Kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. Feliara. Okay. Hä? Kristallisiere dich, leuchte hell wie die Sterne und nimm die Form deiner Träume an. Ja, wie gesagt, Evoli auch noch. Ah, Cyana. Ja, finde ich hässlich, deswegen habe ich es vergessen. Wenn man die Auswahl zwischen Nachthara und Cyana hat, nehmen alle Nachthara. Da kann man nichts sagen. Ja, gut, ich will jetzt nicht sagen, das ist hässlich, aber es erinnert mich voll an so eine haarlose Katze. Die finde ich hässlich. Schade. Was? Okay. Wir haben ein nettes Zulord, was sehr gerne Giftattacken einsetzt. Deshalb schicke ich dich jetzt raus, Zulord. Oder Zulord. Das war mir klar. Ja. Das hier fällt mir nicht. Gift-Typ. War nicht Stahl auch sehr effektiv?
Weiß gar nicht. Können wir ja testen nach Spielstil. Auch nicht. Ich hasse es, Mann. Oh, Charmbolzen ist so ekelhaft. Ach, Sylord. Unsere Evoli-Power verwandelt euch in Sternstaub. Nein, nicht die Mondgewalt. Aua, das war echt gewaltig. Jetzt hör... Ey, bitte, Sylord. Okay. Ich könnte jetzt auch Toxin einsetzen, aber mich interessiert das jetzt, ob Stahl sehr effektiv ist. Ich habe nämlich meine Liste nicht auf mit den Typenwechselwirkungen. Weil es ja sowieso so einfach war und natürlich alles klar. Wenn du jetzt nicht triffst, hast du Pech. Okay, gut. Vielleicht setzt ihr nochmal Schambolzen ein oder sowas. Aber mit so viel gesenkten Werten habe ich eigentlich keine Lust. Ja gut. Okay, wir haben Gift und Stahl. Wache wäre eine scheiß Idee. Weiß nicht, ob Unlicht, aber wir können es ja mal probieren. Mit dem Maskagato. Okay, Unlicht war zwar nicht sehr effektiv, aber wir haben es trotzdem geschafft. Oh, besiegt. Und Heilung. Zwar nicht komplett, aber eine Heilung gab's. Es ist vorbei. Also ich habe sie echt als so eine kleine, na, nicht selbstbewusste, naja, wie soll ich das sagen, kleines Mädchen abgestempelt. Aber sie hat mich schon beeindruckt. Das war's, Leute. Dachte, Cassiopeia wäre hier so eine richtig krasse Teamchefin. Das war's, Leute. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Teamstar auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben Operation Star etwas zu weit getrieben. So läuft es halt, wenn man eine dermaßen krasse Show abzieht und wir den Mobbern auf dem Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringt. Aber wir haben letztendlich ja nicht mehr gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau, wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen. Sollten sie ihre Schikanen nicht einstellen, es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht mal Pokémon eingesetzt, sie haben nur geheult und sich entschuldigt. Möglicherweise haben unsere Outfits sie eingeschüchtert, wir haben ihnen jedenfalls kein Haar gekonnt. Mag sein, aber danach haben die Mobber einen Riesentumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los, das wird sicherlich Konsequenzen für uns haben. Da hast du nicht Unrecht, wir können echt in Schwierigkeiten stecken. Überlass es mir, ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe Team Star gegründet und euch alle in die Sache verwickelt. Also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Big Boss. Jetzt, wo mit dem Mobbing Schluss ist, solltet ihr alle wieder an die Akademie zurückkehren. Und was machst du? Ich kann nicht zurück an die Akademie. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr, dich in deinem Zimmer einzuschließen. Ich kann euch allen nicht genug danken. Ihr seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns noch nie im echten Leben getroffen haben. Mach mal halblang, warum klingt das gerade wie eine Abschiedsrede? Ich habe noch etwas zu erledigen. Haltet doch ein, was gedenkt ihr zu tun? Big Boss, jetzt komm schon. Bye, Leute, danke für alles. Danke für alles, Tim, Label. Ich bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's dann wohl für Team Star und für mich. Aber nicht verzagt, also chillax mal. Eine Sache habe ich da noch nicht geschnallt. Und die wäre? Warum musstest du als Big Boss die Operation Stardust ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich. Gab's da keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen, aber sie wollten nicht. Wie, sie haben sich einfach deinem Befehl widersetzt? Bei Team Star gibt es keine Befehle, nur Bitten. So steht es in unserem Kodex.
Ah, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben sich ja wirklich genau daran gehalten. Ja, deshalb wollte ich ihn auch dafür nutzen, um Teamstar endlich aufzulösen. Sie würden also alle aus dem Team austreten, wenn der Kodex es verlangt? Korrekt, und gemäß den Regeln des Kodex mussten sie jede Herausforderung annehmen. So kam es also zur Operation Stardust. Cassiopeia, eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet dir Teams... nein, was bedeuten dir deine Freunde aus dem Team? Sie sind mein größter Schatz. Ausgezeichnet, ich danke dir für deine ehrliche Antwort, Cosima. Wie? Nun, es gibt etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Was ist denn auf einmal los? Was ist denn auf einmal mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen. Erstmal ist es an der Zeit, dass ich meine wahre Identität preisgebe. Tada! Es ist Senior Direktor. So wie du insgeheim Cassiopeia warst, war ich insgeheim Level. Was, aber warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Schüler scheuen sich ja meist davor, Lehrern ihre ehrliche Meinung zu sagen, umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie es deshalb echt verkleiden, von der Brücke ganz zu schweigen? Lassen wir doch das Thema. Jetzt ist es erstmal an der Zeit, dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Hey, Big Boss, lang nicht gesehen. Finito. Lang nicht gesehen, wir sehen dich zum ersten Mal. Wir wussten nicht mal deinen echten Namen. Ihr seht da. Ich ehre euch in Natura zu sehen, Big Boss. Eure Antlitz ist wahrlich eine Augenweide. Shugi. Also, Cosima war dein echter Name, richtig? Wie ist es dir so ergangen? Otito. Wie schön, dich endlich zu treffen. Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ryobita. Okay, Leute, alle zusammen. 3, 2, 1. Hasta la vista. Also dann, Cosima und ihr fünf Bosse. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Team Star. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Wie bitte? Ich habe euch im Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einen der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen bewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich an der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eurem Schmerz und eurer Wut beruhte und auf eurem unermesslichen Mut. All das bringt mich zu folgendem Fazit. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? In der Tat, Team Star muss sich nicht auflösen. Juhu, Cosima, hast du gehört? Das heißt, wir können alle zusammenbleiben. Welch frohe Kunde. Aber ich habe euch alle hintergangen. Du meinst Operation Stardust? Davon hat Direktor Clavin schon erzählt. Das hast du nur getan, weil dir das Team so am Herzen liegt und du uns davor bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen, stimmt's? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendeiner uns das sagt. Hehe. Wir können nur erahnen, wie zutiefst besorgt ihr um unser Eins gewesen sein müsst. Tut mir leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben, aber jetzt ist alles in Ordnung. Es mag sein, aber... Wenn ich fortfahren dürfte, wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben vom Unterricht, unbefugte Änderungen an euren Uniformen, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reit-Pokémon sowie halsbrecherische Geschwindigkeit beim Fahren, etc. 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 Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht einfach so ignorieren. Zur Strafe werdet ihr alle ehrenamtliche Arbeit verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig, genauer gesagt möchte ich euch bitten, dass ihr das STC leitet. Das ST was? Das Star Training Center oder kurz STC.
Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von der Akademie und der Pokémon-Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als ich beobachtete, wie Tim in eure Verstecke eindrang. Der raffinierte Aufbau dieser Verstecke sowie eure kreativen Kampftaktiken haben mich zutiefst beeindruckt. Deshalb sollen sie als Trainingseinrichtung erhalten bleiben mit Mitgliedern von Team Star als Mitarbeitern. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht wirklich, das hört sich sogar nach jeder Menge Spaß an. Eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt sicher etwas schräg, da es ja eigentlich eine Bestrafung sein soll, aber du solltest auf jeden Fall mitmachen, Cosima. Wohl wahr, es wäre uns eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen, noble Cosima. Und wir werden zusammen zur Akademie gehen, dadurch sind wir sofort zur Stille, um dich zu beschützen, wenn irgendetwas passieren sollte. Wir hatten sogar schon darüber geredet, wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Start bleiben zu können. Das klingt doch verlockend, oder etwa nicht? Leute, Tim, was hältst du davon? Klingt doch super. Aber ich... Du musst dich nicht sofort entscheiden, denk in Ruhe drüber nach. Dann lösen wir uns erstmal auf. Also nicht Team Star, sondern diese Versammlung. Könntest du bitte später in meinem Büro vorbeischauen, Tim? Ja, kann ich machen. Ich bin auf meinem Zimmer, ja. Gut, als nächstes geht's dann wieder zu Direktor Clavern. Ja. Wir haben heute eine Stunde das Kampfhaus gemacht. Irgendwann mache ich alle, aber es war heute schon zu viel Rederei eigentlich. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.